Driving Cars, fahrende Autos, das sind die Fragen, die wir uns stellen und damit meine lieben Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video von eurem Lieblingsbratan. Danke, danke, meine süßen Chivapchichense. Lasst auf jeden Fall jetzt ein dickes Like da, wenn ich eine große Nase habe. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Creator Code Set und sagt, ihr kennt das Ganze, Leute. Moni, wenn wir ein bisschen quatschen über, Auto. Über Karren, meine lieben Freunde. Weil manchmal, komm mal raus aus deinem... Hey, was stehst du noch einmal auf? Wenn du... Oh, verdammte Scheiße. Er hat mich hops genommen, Freunde. Was passiert hier gerade, Mann? Leute, ich wurde gerade hops genommen. Und ich dachte mir, ey, viele haben mich gefragt so, ey, Bruder, wann kommen Autos? Und irgendwie habe ich es aus Zufall gesehen und ich dachte, komm, ich erzähl's euch einfach mal, wie das Ganze... Oh, da ist wieder einer umziehen. Hi, Baby, da. Heute schon gefrühstückt ein bisschen. Nein? Okay, jetzt schon dann, ne? Okay, Süße. Okay, sweet boy, lady and gentleman. Are you doing this right now? Wir gehen kurz hier so hin. Okay. Auf Undercover-Basis angelehnt, Leute. So, ganz kurz. Bevor wir hier weiterreden, müssen wir ganz kurz die Leute hier Ops nehmen. Okay, ich höre hier überall Leute. Aha, die wird abgeschossen, die Perle. Guckt mal an. Seht ihr den da hinten? Diese kleine Maus aus diesem Wunderhaus. Der wird sterben. Guck mal, was er macht. Er wirft Luftkissen. Einer auf den. Oh, Leute, was geht? Woo! Baby, Leute, ich muss hier weg. Leute, ich habe Angst ein bisschen. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich ehrlich an der Stelle sagen. Okay, ich habe kurz sein Mate getötet, damit er weiß, dass er keine Chance hier hat. Leute, was passiert hier gerade für ein Drama, Mama, Mama? Okay, Freunde, ich bin bereit. Ey, der ist jetzt hier vorne wahrscheinlich gleich. Bei diesem Film macht er. Der ist da unten drin, ne? Schieb keine Filme. Boom! Leute, wir müssen los hier. Wir müssen ganz dringend los hier. Alter! Oh mein Gott, ich will doch nur ein bisschen über Autos reden und euch erzählen, was ich rausgefunden habe, Freunde. Bitte, lasst mich doch einfach alle in Ruhe. Ich habe die Tresorkarte noch dort liegen lassen, Leute. Da ist so viel passiert gerade. Okay, Freunde. Ich bin aber entkommen, Freunde. Auch wenn ich jetzt die Tresorkarte liegen lassen habe, bin ich erstmal entkommen. Ey, Helikopter ist ja hier. Was geht, Leute? Wir hauen erstmal ab, Leute. So, nachdem wir die Situation hier ein bisschen bereinigt haben, können wir auch ein bisschen quatschen. Und zwar, ich habe einen Fortnite-Leaker gefunden, der ein bisschen erzählt hat, ey, yo, Leute, was geht? Kennt ihr noch diese Autos, die angeteasert wurden in diesem Trailer, Leute? Hier der Trailer, falls ihr das nicht gesehen habt, so auf den kleinen Spoiler, da kommt Fortnite-Autos rein. Und ganz einfach eigentlich zu, ey, was geht, Habibis? So, auf jeden Fall zu Thema Autos. Ihr wisst ja, das Wasser geht gerade ein bisschen runter. Und es wurde auch schon geteasert, wie das Wasser runtergeht. Hier eine kleine Tabelle, Mabelle, damit ihr seht, wann das Wasser ungefähr... Wann das Wasser ungefähr am Boden stehen wird, Leute. Denn wie jeder weiß, Leute, für ein Auto braucht man Straßen. Und auch Tankstellen, denn man wird die Autos tanken können, Leute. Mit diesen Kanistern. Wenn das Auto dann Sprit leer hat, musst du Auto tanken. Ja, Leute, selbst in Fortnite muss man Auto tanken. Und ich dachte, vielleicht in Fortnite kann ich mal ein Spiel spielen, wo ich mein Auto nicht tanken muss. So, auf entspannt. Oh, geil. Da wenigstens ein bisschen Leben. Für zwischendurch. Auch wenn es nur ein bisschen war, ist wichtig. Ist sehr wichtig gewesen, Leute. Und ganz ehrlich, da vorne sind ein paar Gegner-Gs. Ich denke, die denken ein bisschen, die wären crazy. Weil, guck mal, der chillt hier auf der Brücke. Denkt sich nichts Böses und plötzlich bin ich hier.
Guck mal, was macht er? Der hat ja gar nicht gelernt in der Schule. Bruder, ich werde alles dafür geben, um dich zu verfolgen. Was geht? Na, kommt der Mate nicht angeflogen wie so ein... Nein, kein Kollege, der dich retten will. Oh, eine goldene Skala sogar mitgebracht. Was ein Ehrenmann. Oh, da ist ja sein Kollege. Warte, mit dem reden wir ganz kurz. Was geht? Okay, parallel wurde der Kollege fast gesniped. Von wem denn, mein kleiner Freund? Von dir da unten. Guck mal, da unten schwimmt er. Wie ein süßer Astronaut. Und jetzt komme ich und bam 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 bam. Wow, Freund, das war ein Fehler. Das war ein Fehler, Dicker. Das war ein Fehler. Ein Fehlschuss, das war dein Ende. Bam 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 bam. So, Freunde, nachdem wir hier auch den nächsten Gegner eliminiert haben, können wir ein bisschen weiter quatschen. Man wird die Autos tanken können mit Tankkanister. Wie gesagt, gibt's dann irgendwo bei den Tankstellen und so weiter. Ist auf jeden Fall vor den Leakern so gefunden worden, meine lieben Damen und Herren. Das heißt, selbst in Fortnite muss man sein Auto tanken. Leute, Sprit wurde wieder teurer. Wisst ihr, wegen Corona wurde ein bisschen alles günstiger mit Sprit mit und so. Und ich dachte so, Mashallah, geil, bisschen Auto fahren, gut diese. Ey, was geht, Habibi? Was geht, was geht, was geht, was geht? Bist du auch wütend über die Spritpreise heutzutage? Oh, danke für die bessere Pump, Bruder. Ehrlich, danke, Kuss. So, auf jeden Fall, ja, die Preise sind ein bisschen gefallen. Jetzt sind die wieder hochgegangen und selbst in Fortnite muss man Auto tanken. Ist aber nicht so schlimm, Leute. Ist aber nicht so schlimm. Hallo? Okay, ich hab's geschafft, in meinen Helikopter einzusteigen, Freunde. Ich hab's geschafft. Also kurz zusammengefasst, die Autos werden kommen, sobald das Wasser einen weiter tieferen Pegel hat. Das heißt, irgendwie August, Juli, Juli, Mani, kommen die Autos, Leute, nicht sofort, weil wenn die das Wasser hier oben steht, werden die Autos nicht erscheinen, damit ihr Bescheid wisst. Man muss die Autos tanken und das Besondere ist, ja, man hat dann Autos, das war's auch schon wieder. Das war auch die Information für heute, das waren die Nachrichten mit Russik Pupsik und jetzt gibt's einen epischen Sieg. Leute, ich bin eigentlich schon ein guter Nachrichtensprecher, oder nicht? Seid mal ehrlich, ich bin ein guter Nachrichtensprecher, deswegen abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, lasst nichts like da. Ey, yo, was geht? Du wirst von einem Hai attackiert und er hat dich fast gegessen. Ey, yo, was geht? Du wirst... Brudi. Guck mal. Oh. Willst du etwa, dass dasselbe mit dir passiert wie mit deinem Mate? Willst du dasselbe passiert wie mit deinem Mate? Willst du, dass dasselbe passiert wie mit deinem Mate? Guck mal, oh, wie süß! Hat der gerade sein... Bro, warum schießt du deinen eigenen Mate ab? Das ist doch dein Kollege! Ja, okay, eigentlich will ich nicht, dass du mir geklaut wirst, Bruder. Deswegen werde ich dich holen. Und eigentlich will ich auch nicht so ohne Materialien hier rumrennen. Deswegen werde ich mir ein bisschen Materialien holen. Danke, Habibis. Und dann werde ich einfach so wegfliegen. Weil ich es kann, Leute. Weil ich es einfach kann. Boah, Bruder. Hi. Was geht? Was sagst du eigentlich dazu, dass ich dein Mate Hops genommen habe? Findest du okay, oder? Jetzt plötzlich ist es okay, wenn ich dein Mate Hops genommen habe. Jetzt sollt ihr mit mir befreundet sein. Genauso kann ich auch dich Hops nehmen. Bruder, genauso wie ich dein Mate Hops genommen habe, kann ich auch dich Hops nehmen. Das ist für mich kein Problem. So wie die Ölpreise, so wie die Benzinpreise von Autos steigen, steigt mein Verlust. Digga, du kannst dein Mate nicht mehr wiederbeleben. Heute nicht. Versuch's doch vielleicht morgen nochmal, Bruder. Ciao. Guck mal, wie der wild ist, Digga. Der ist wild, der will mich. Er gibt alles dafür, um mich zu bekommen. Oh mein Gott. Er hatte mich noch fast, Leute. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Egal, Freunde. Konzentriert euch mal, ja? Denn der Bratan ist der Bratan. Wenn der Bratan mit dem Auto fährt, dann fährt er mit dem Auto. Wenn nicht, dann nicht, Alter. Habt ihr verstanden? Gut. Gut, meine Söhne. Gut, meine kleinen Chibab-Chichikis. Gut, Habibis. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung reinschreiben. Habt ihr Bock auf Fortnite Autos oder habt ihr eher weniger Bock drauf? Schreibt mal in die Kommentare rein, was ist eure Meinung zu Karren in Fortnite. Ich finde sowas allgemein geil, weil ich bin ein ungeduldiger Spieler. Ich muss von A nach B schnell kommen, deswegen liebe ich auch zum Beispiel den Grappler. Und ja, dann wird auch ein kleiner Karren gut sein. So, ey,
Wisst ihr, oder Helikopter wird auch vielleicht wegkommen und dann bleibt Auto da. Kann auch passieren, Leute. Kann auch passieren. Ey, da vorne ist ein Loot-Drop für mich. Nein, das ist ein Loot-Drop für mich. Dass da hinten einer geschwommen ist gerade. Hey, was ist das, Mann? Das sieht aus, als würde hier ein Gegner schwimmen oder so. Aber das ist irgendwie nur so ein kleiner Punkt. Mit einer Dose. Das ist eine Dose. Oh, Baby. Oh, Baby. Entspannt euch. Entspannt euch, Jungs. Ich bin weg. Ich bin weg, weg, was geht, Habibi, hier drum drinnen? Oh, schöner Kill, Freunde. Schöner Kill, würde ich an der Stelle sagen. Ganz wichtiger Kill. Ah, ihr wisst ganz genau, dass ich hier drum herum fliege, ja? Aber ihr kriegt mich nicht. Oh ja, ihr wollt sogar zu mir fliegen? Ja, okay, komm. Was ein Idiot! Oh, jetzt wird attackiert. Einen haben wir, Freunde. Einen habe ich getötet, Leute. Ich werde jetzt so den quälen. Guck mal. Das Ding ist, den einen habe ich so getötet. Und der will ihn retten. Guck mal, der will ihn retten. Wie süß. Oh mein Gott, ich habe sein Mate getötet. Jungs, Attacke! Greift ihn an! Das sind meine Habibis. Das sind meine Jungs, die ich großgezogen habe. Seht ihr das? Ey, du nicht. Du bist aus der Familie ausgetreten, Bruder. Tut mir leid. Ach, Freunde, wie schön das doch ist manchmal, ne? Ach, guck mal den an. Noch kurz ein paar Hits geben, so auf den. Oh, was ist mit dem los? Oh! Lost MVNU. Mein kleiner Sohn. Du wolltest einfach nur wegspringen wie ein Papagei. Aber, Bruder, ich weiß gar nicht, wo du hier dein Jumphead gesehen hast oder so, ne? Frage ich mich auch gerade, wo ist dein Jumphead? Und somit haben wir nur noch zwei Gegner vor uns und die sind genau diese zwei Möchtegern-Sniper. Okay, der Sniper jetzt gar nicht so kacke. Der eine snipt irgendwie den Bot gerade. Kurz einen 24er-Hit reindrücken. Ja, die werden jetzt die ganze Zeit snipen hier. Jungs, ich bin halt eine fliegende Papagei, weißt du? Ich bin wie ein Papagei! Ich bin wie ein Papagei! Ich bin wie ein Papagei, Bruder. Du kannst mich nicht finden. Ich bin mal da, mal nicht. Guck mal jetzt. Guck, den einen kurz Hit gegeben, dann den anderen, dann wieder dem anderen, dann wieder. Und da ist der Tod, Bruder. Bleib einfach wieder hochfliegen. Guck mal, wie outplayed. Smart nennt man das, Bruder. Das nennt man Smart Plays, Brudi. Von dem Boss, Dicker. Von dem Big Boss. Und oh, oh, oh my God. Look at this waking machine. This is the Russian Ninja, meine Freunde. Lasst ein dickes Like, abonniert den Kanal. Ich hoffe, die Infos über die Autos haben euch trotzdem gefallen. Schreibt in die Kommentare, ob ihr Autos feiert. Schreibt rein, ob ich der süße Kollege von dem Mann bin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.